Yo, yo, yo! Heute machen wir was Besonderes. Und zwar gibt es nämlich heute Rätsel, aber auf einer App, die ich auf einem PC spiele. Fragt mich nicht, warum ich das mache. Es ist leichter, so aufzunehmen, okay? Heute werden wir hier diesem Baby in die Augen schauen und sagen, ja, ich werde es schaffen. Denn das hier ist ein Spiel, wo wir tatsächlich Rätsel lösen müssen. Und das machen wir heute gemeinsam. Deswegen drücken wir einfach auf Play und gucken, was hier für Rätsel kommen. So, ich habe hier schon mal die ersten zwei Rätsel gespielt. Und die möchte ich nochmal mit euch wiederholen. Ich habe das getestet, so wie das Spiel so ist. Also, man muss hier Nummer 1, ja, finde die größte. So, das heißt, hier muss man aussuchen, welches von diesen Dingern das größte ist. Ich habe am Anfang gedacht, das ist der Apfel, deswegen habe ich auf den Apfel gedrückt, aber das ist falsch. In echt ist die Wassermelone am größten von allen. So, Gratulation, du hast sie gefunden. Ja, die Übersetzung hier in diesem Spiel ist wirklich wunderbar. Okay, weiter geht's. Wie viele Enten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 würde man sagen. Aber daher, dass ich diese zwei Rätsel schon kannte, muss ich euch leider enttäuschen, es sind nur 9. Denn hier hinten, das hier ist keine Ente, sondern ein Küken. Okay, solche Questions sind es. Deswegen 9 ist hier richtig. Und jetzt beginnen die Rätsel, die ich auch nicht kenne. Deswegen müssen wir dranbleiben und unser Bestes versuchen. Wer ist der Größte? Ganz easy gesagt, die Giraffe. Was? Der Elefant? Hä? Wer ist der Größte? Oh mein Gott, die Sonne oben. Oh mein Gott, die Sonne? Ich habe niemals gedacht, dass man die überhaupt andrücken kann. Oh, okay, weiter. Kannst du den Unterschied herausfinden? 100%ig ist da einfach irgendwo ein Kern zu wenig oder sowas. Bestimmt, Alter, was sind das hier für Fragen? So, einfach irgendwo ist ein Kern zu wenig oder so. Ich bin mir ehrlich gesagt, ich sehe den Unterschied nicht. Die hier. Nee. 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 Hä? Die sind alle exakt gleich. Hä? Dann muss irgendwas an diesem grünen Ding unten sein, oder? Oh. Hä? Ich sehe da keinen Unterschied. Ich glaube, ich bin blind geworden oder so. Ich nehme mal das. Nee. Das? Nee. Hä? Das heißt, zwischen den vier hier muss irgendwas anders sein. Aber was? Alter, ich sehe da gar nichts. Hä? Warte mal. Hä? Man kann nicht mal eine einzige von denen andrücken. Muss ich den Unterschied... Kannst du den Unterschied herausfinden? Oh mein Gott, man kann die wegziehen. Und dahinter war eine angebissen. Hä? Wie sollte ich das... Du bist ausgezeichnet. Dankeschön. Vielen Dank. Was hat das denn? Welche Klaue ähnelt der ausgestreckten Klaue der Katze? Ich würde sagen... Diese hier. Nein? Dann die hier. Dann die hier. Dann die hier. Dann die hier. Hä, es sind wieder alle falsch? Okay, dann lass mal überlegen. Welche Klaue ähnelt der ausgestreckten Klaue der Katze? Die andere von ihr. Weil es ist nämlich auch ihre Hand. Oh mein Gott, diese Rätsel sind so verrückt. Okay. Wie viele Dreiecke gibt es in einem Pentagramm? Eins, das ist kein Dreieck. 1, 2, 3, 4, 5. Weil das hier in der Mitte ist keins. Ah, nein, warte. 1, das hier. Dann 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Wo ist hier denn noch eins? Hä? 9? 10? 12? Warte mal. 11! Wo sind denn da 11 gewesen? Warte mal, wir gehen nochmal kurz zurück. Wo sind denn da 11? Also. Oh mein Gott, stimmt. Guck mal, es gibt 1, dann gibt es 2, dann 3, 4, 5, 6, 7. Okay, auf jeden Fall sind es 11. Falls ihr alle 11 gefunden habt, gebt mir Bescheid. Okay, nächstes Rätsel. Was ist das? Finde das größte Feuer. Guck mal, das ist wieder so eine Frage, die ist so richtig leicht einfach. Einfach leicht. Das hier ist das größte Feuer. Na, aber es ist falsch. Aha, es ist wieder was zum Bewegen. Finde das größte Feuer? Hier ist es doch. Hä? Finde das größte Feuer. Ah, man kann die Feuer miteinander verbinden und dadurch kriegt man das größte Feuer. Okay, okay. So, Nummer 8. Wie lautet die Nummer unter dem geparkten Auto? Also, hier ist jetzt, hier ist 20. Hier hinten ist 27. Hä? 0, 08, 15. 27, aber warum kommt da wieder 20? Ach, man kann das Auto einfach wegschieben. Man kann das Auto einfach wegschieben und dann gibt man ein 9. Hier gibt's gar nichts zu rechnen. Du schiebst einfach nur das Auto weg. Oh mein Gott. Okay, welche Bewertung würdest du diesem Spiel geben? 10 Punkte. 20 Punkte, 50 Punkte, 80 Punkte, volle Punktzahl. Möchtest du es bewerten? Nein. Weiter. Okay, aber voll die gute Art, so nach Bewertung zu geiern. So, wecke die Eule auf. Okay, das heißt, ich glaube, ich ziehe die Sonne runter. Oder ich mache die Sonne weg. Oder ziehe die... Aber irgendwas muss ich mit der Sonne machen. Kann ich die Sonne irgendwie ausschalten? Nee. Kann ich die Eule andrücken? Nee, ich muss irgendwas mit der Sonne machen. Ich glaube, ich muss sie einmal so runterfahren lassen, damit der Mond kommen kann. Ich muss irgendwas muss ich mit der Sonne machen. Kann ich sie auf die Sonne... ich habe sie einfach auf die Eule draufgelegt, gell? Die Eule kann man nicht bewegen. Den Baum kann man nicht bewegen. Nur die Sonne. Wecke die Eule auf. Hä? Wie kann ich denn die Eule aufwecken? Ich lasse mir mal einen Tipp geben. Eulen sind nachtaktiv. Ziehe die Sonne aus dem Bildschirm. Habe ich doch gemacht. Ach, ganz aus dem Bildschirm raus. Oh Mann. Ich hätte es gewusst. Jetzt habe ich meinen Tipp verbraucht. Okay. Finde etwas, das man nicht essen kann. Oh Gott. Finde etwas, das man nicht essen kann. Also, hier ist... Das, die Eier und das Huhn, das kann man essen, aber dieses Streu kann man nicht essen. Haha, da bin ich richtig schnell drauf gekommen. So, du musst das Spiel gewinnen. Zoe hat das X und ich habe die Kreise. Also mache ich... Oh mein Gott. So hat sie gewonnen. Die kann hier gewinnen. Aber die kann auch da gewinnen. Hä, wie soll ich das denn schaffen? Hä? Wie soll ich das denn gewinnen? Wenn sie hier oben diese Kreuze hat und ich habe da mein Kreis. Ich kann ja kein einziges davon nehmen, weil die gewinnt ja immer. Hä? Du musst das Spiel gewinnen. Kann ich vielleicht hier unten nochmal eins setzen? Kann ich drüber malen? Nee. Hä? Okay, alle Sachen, die ich andrücken kann, sind schon mal falsch. Kann ich hier wieder was bewegen? Nein, kann ich nicht. Kann ich... Zoe, kann ich hier irgendwas bewegen? Nein. Hä?
Aber alles, was ich andrücken kann, ist falsch. Sie kann entweder da gewinnen oder da gewinnen. Und ich kann dagegen gar nichts tun. Ich habe nur diese zwei hier. Entweder da oder hier oder da. Oder da. Okay, Tipp bitte. Benutze zwei Finger, um das O gleichzeitig zu füllen. Mache es nach der Reihe nach. Ach so. Hä? Ich kann das gar nicht schaffen, weil ich auf dem PC spiele. Hallo? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, weil ich auf dem PC spiele. Ich kann nicht doppelt klicken. Nein! Okay, ich schaffe das nicht. Ich muss das überspringen. So, überspringen. Ja, es hat funktioniert. Okay, nächstes Rätsel. Finde die dunkelste Farbe auf dem Bildschirm. Das Schwarze von diesem Text hier. Ja! Yeah! Ich hab's gewusst. Denn diese ganzen Farben, das war einfach nur ein Trick. Es ist die Schrift. Die Schrift ist am dunkelsten gewesen. Okay. Zähle die Anzahl der Haare. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat keine Haare, die kann man abziehen. Drei hat der. Oh mein Gott. Der hat einfach nur drei. Drei. Ist okay. Ja! Oh mein Gott. Gratulation. Nicht schlecht. Okay. Hilf dem Entlein, Wasser zu trinken. Kann ich hier irgendwas bewegen? Ja, ich kann dieses Ding hier bewegen. Ich kann das Entlein bewegen. Ich kann den Stein nehmen und dieses Glas kaputt machen. Ich kann den Stein hier drunter legen. Ich kann dem Entlein den Stein geben, dann macht es kaputt. Nein. Also, ich habe einen Stein. Ich habe einen Stein. Und ich habe Wasser. Ich habe Entchen. Hilf dem Entlein, Wasser zu trinken. Also, das Entlein da einfach dran, ans Wasser. Oh, wow. Also hatte das gar nichts mal wieder zu tun. Kannst du dieses Problem lösen? Okay. Eins, irgendwas muss man hier wieder ziehen, oder? Muss man hier wieder irgendwas ziehen? Nee, muss man hier was eingeben? Nein. Es hat nichts damit zu tun. 1 plus 0,7 plus 0,3 sind 2. Einfach 2. Kann man hier eine 2 hinzeichnen? Ich muss diese 2 zu Ende zeichnen, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Irgendwie... Wo soll ich denn hier eine 2 einzeichnen? Oder was ist das überhaupt für eine Zahl? Das ist ja nicht mal... Das ist nicht mal irgendeine Zahl. Kannst du dieses Problem lösen? Ja, kann ich. Es ist 2. Es ist 1 plus 0,7. Ich drücke einfach mal alles an. Aber nur ein paar Sachen reagieren, wenn ich sie andrücke. Wie zum Beispiel das hier. Kannst du dieses Problem lösen? Ja, eine 2 ist es. Okay, was kommt hier? Gib mir einen Tipp. Gib mir einen Tipp im Shop. Nee. Okay. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, wie dieses Rätsel hier funktioniert. Ich weiß, dass diese Rechnung 2 ergibt, aber ich weiß nicht, was man hier drücken muss und wahrscheinlich wieder irgendwas, was ich nicht verstehe. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, wie das Ganze funktioniert. Aber ihr wisst es vielleicht besser. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie dieses Rätsel hier funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Rätselfolge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Rätselfolge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Ciao!